Hallo zusammen. Dies wird jetzt im Grunde die Vorschau zu dem, was ich morgen mache. Der Wanderweg zum Preikestolen ist ungefähr 4-5 Kilometer von hier entfernt, wurde mir gesagt. Daher werde ich jetzt schon einmal mit dem Rad bis dorthin fahren, weil ich das auch morgen früh so machen werde, aber da wird es definitiv noch dunkel sein. Daher dann jetzt die Anfahrt bis zum Wanderweg einmal im Hellen vorab per Rad. Es wird dann aber morgen früh erst die Wanderung stattfinden. Ja, hier wird mich dann morgen der Weg herführen. Auf der Hauptstraße. Aber ich denke mal, wenn ich irgendwo vor 6 Uhr unterwegs sein sollte, dass nicht ganz viel Verkehr ist. Was ich nicht berücksichtigt habe, ist, morgen ist Sonntag. Wenn das so wie daheim auch ist, werden sonntags natürlich die meisten unterwegs sein. Weil halt im Grunde alle frei haben. Aber wird schon passen. Ja, auch gut zu wissen, auf den nächsten 3,5 Kilometern ist im Grunde alles verboten, was mit Camping zu tun hat. Gut. Aber jetzt in die Richtung. Da wird mir morgen früh definitiv nicht kalt. Geht's ganz schön hoch hier. Aber dann kann man die Muskulatur schon mal aufwärmen. Muss man ja von der positiven Seite wieder sehen. Wie immer. Ist natürlich ein herrliches Panorama. Und dann da zu stehen, ist bestimmt auch nicht schlecht. Aber wenn es ausdrücklich verboten ist, bin ich da dann auch kein Freund von. Jetzt dürft ihr mal raten, was für ein Kennzeichen auf dem Fahrzeug war. Werde ich nichts weiter zu sagen. Das überlege ich mir noch, ob ich hier mit dem Fahrrad hochfahre. Boah, ist das anstrengend. Ach, wie schön, dass hier ein Wasserlauf ist. Da bin ich ja quasi gezwungen anzuhalten. Nicht, dass ich jetzt schon eine Pause bräuchte. Aber ich nehme es dankend an. Ah, herrlich. Von da oben kommt es runter und sieht auch noch toll aus. Ich würde sagen, jetzt gut die Hälfte, also 2 Kilometer, dann wird es angenehmer. Zumindest erstmal. Ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber ist vielleicht die Überlegung, doch direkt zu Fuß zu gehen. Weil ob ich 5 oder 6 km/h mit dem Fahrrad mache oder 4 zu Fuß, das nimmt sich nichts. Ist das nicht gemein? Jetzt geht es erst bergab, damit es da hinten dann wieder richtig bergauf gehen kann. So richtig bergab geht es aber auch irgendwie nicht. Ich werde mal langsamer. Naja gut. Ist vielleicht eine optische Täuschung. Da muss ich morgen hoch. Nein, da darf ich morgen hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich das erstmal körperlich schaffe und auch mit meiner Höhenangst. Wird auf jeden Fall eine Herausforderung werden. Das Parkticket hier kostet ungefähr 25 Euro. Also ein bisschen mehr, als ich pro Nacht auf den Campingplatz bezahle. Das ist schon heftig. Dann noch lieber auf dem Campingplatz und 4 Kilometer zusätzlichen Weg. Und dafür alle möglichen Annehmlichkeiten. Muss man nicht haben, gar keine Frage. Aber wir haben den 29.08.2021. Ganz Deutschland immer schlechtes Wetter gefühlt. Außer 14 Tage, wo es Sommer war. Und hier in Norwegen, seit 8 Tagen brennt die Sonne gnadenlos runter. Und das soll laut Vorschau, soweit man den trauen kann, die nächsten 10 Tage so bleiben. Und immer 20 Grad, 21 Grad im Schatten. An den kalten Tagen 17 Grad. Aber auch strahlender Sonnenschein. Es ist immer noch sehr warm dann. Also das sieht schon mal nach einem Fahrradparkplatz aus, wo ich es auch anketten kann. Gar nicht verkehrt.
Und hier geht es rein zum, oh, Vorsicht, yep, Prekestolen. Einmal hier hoch morgen früh. Ja, das sieht aber machbar aus erstmal. Auf den ersten Metern. Ich freue mich. Ja, wie ihr vielleicht erkennen könnt, bin ich wieder am Bulli angekommen. Runter war super. Gute 6 Minuten. Mit einer Geschwindigkeit von 58,03. Und das auch nur wegen den Kurven. Sonst wäre garantiert noch mehr gegangen. Aber ist bemerkenswert, wie stabil dieses Rad auf der Straße liegt. Also bin ich echt begeistert. Trotz dieser einen Packtasche dran, das macht ja ein bisschen was aus. Aber genial. Ja, genug geschwafelt. Ich denke mal, morgen früh entscheide ich dann, ob mit dem Rad oder direkt zu Fuß. Und alles Weitere werdet ihr dann morgen sehen. Guten Morgen. Ist es genau 5 Uhr? Ah, erkennt man schon ein bisschen was her. Ist mein Kaffee hier. Mal eben leuchten. So. Ich trinke jetzt eben noch diesen heißen Pott Kaffee. Es ist Punkt 5 Uhr. Und dann geht's los auf den Prekestolen. Freue mich schon. Bin 1 Minute vor dem Wecker wach geworden. Gutes Zeichen. Ja, wie man vielleicht ganz gut erkennen kann am Scheinwerferlicht. Ich rolle. Es ist noch frisch. War sehr feucht die Nacht draußen anscheinend. Und ich habe so mein Frühstück gemacht, dann das übliche Zähneputzen auf Toilette. Und habe meinen Buff so halb über den Kopf, Ohren und Kinn gezogen. Aber kurz Hose an. Weil mir ja immer recht schnell warm wird, gerade so an den Beinen. Noch die dünne Daunenjacke. T-Shirt runter und fertig. Es ist 20 nach 5 und wird Zeit, dass ich loskomme. Also so ungefähr 20 nach 5, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe nicht mehr nachgeschaut vorhin. Ich habe mich doch dazu entschieden, mit dem Fahrrad zu fahren. Aufgrund der Tatsache, dass mir das runter gestern so viel Spaß gemacht hat. Und ich das dann heute nochmal nutze. Ich weiß nicht, ob ihr das am Widerstand hört. Aber ich muss jetzt die Kamera erstmal wegpacken. Wird nämlich wieder jetzt steil. Und mir laufen schon die ersten Tränen aus den Augen. Wie gesagt, ist doch recht frisch. Wie motiviert man sich selbst? Mein Schild. Erster Etappensieg. Hier wird das Fahrrad abgeschlossen. Du hast es geschafft. So ungefähr. So, dort ist es geparkt. Ich hoffe, das geht mit dem Parkverbot in Ordnung. Jetzt geht es los. So, die Schuhe nochmal richtig geschnürt. Ja, jetzt hört man im Hintergrund auch das erste Fahrzeug kommen. Ja, ein Wohnmobil. Also ansonsten hatte ich jetzt auf dem Weg hierhin weder Wanderer noch Fahrzeuge noch Radfahrer. Ich denke mal, dass es dann jetzt auch nicht zu voll sein wird. Ist ja immer so meine größte Sorge, dass man Schlange stehen muss, um irgendwo eine schöne Natur zu sehen. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt unterwegs und hoffe, dass das alles mental und körperlich machbar ist. Hier, wo es jetzt so ein bisschen matschiger, sumpfiger, schlammiger ist, ist das Ganze schön ausgelegt, auch mit diesen Steinen, dass man nicht so wie hier am Rand direkt durch den Schmodder muss. Das erleichtert das Ganze sehr, weil wenn man erstmal richtig Schlamm unter der Sohle hat, man glaubt gar nicht, wie schwer die Beine dann werden mit der Zeit. Hier mal wieder so ein kleiner Rinnsal, der ja auch nicht richtig gespeist werden kann, wenn es in Norwegen einfach nie regnet. Auch wieder so ein kleiner Blick Richtung Wasser. Das hier sind übrigens die Markierungen,
die anzeigen, wo man lang gehen sollte. Was extrem ist, obwohl ich gestern duschen war, gestern Abend, sind die Insekten hier. Es summt und brummt die ganze Zeit rund um einen. Ich meine, ich bin jetzt zwar schon einmal nass geschwitzt, aber das kann ja nicht sein, dass sie da so extrem schon schnuppern, diese Moskitoviecher hier. Außerdem hinter mir ist junges Blut. Es wäre doch viel besser als das von einem Alpensack. Oh, herrlich, oder? So wie hier, wenn man dann hochkommt, das ist so steil, dass man so weit nach vorne geneigt ist, dass man im Grunde die ganze Zeit mit einer Hand sich nach vorne auch abstützt. Weil sonst, also für mich als Normalo, zu steil wäre, um gerade zu stehen. Und ihr hört's, ich bin auch ein bisschen am Schnaufen. Ah, hier kommt wieder so ein Holzweg anstelle von Steinen. Ja, hier ist auch richtig morastig. Erkennt man schön an der Pflanzenart. Aber herrlich, man hört jetzt nichts mehr. Außer mein Gesabbel. Die beiden Mädels sind auch weit zurück. Da hört man auch nichts mehr von. Ich liebe solche Morgen, ne? Kann man zwischendurch auch abbiegen, 1,7 Kilometer, bewahre ich mir vielleicht für den Rückweg auf. Hier sind es noch 2,5 Kilometer bis zum Ziel, das heißt 2 Kilometer habe ich schon. Läuft. Läuft echt gut. Mal sehen, wie es noch wird, aber bis jetzt sehr gut. Schaut euch mal an, wie toll das hier ist. Dann hier diese Holzstege, zwischendurch hier so kleine Moos- und Wasserflächen. Man hört da hinten auch das Wasser so runterrauschen. Erkennen tut man es nicht, aber man sieht, wo da eigentlich der Wasserlauf ist. Und hier sticht schon wieder was. So. Herrliche Rundbogenbrücke hier, guck mal. Toll. Wenn ich hier so die Reflexion auf dem Holz sehe, ja, so erkennt man es auf der Kamera auch gut. Dann ist hier heute Morgen schon eine Horde durchgestampft. Aber ich bleibe ja noch eine Nacht hier. Wer weiß, was morgen ist. Ich glaube es zwar nicht, aber sag niemals nie. Auch hier wieder über so eine kleine Holzbrücke dann. Und jetzt geht es wieder richtig steil hoch. Vielleicht kann man den Winkel zeigen, wenn ich die Kamera gerade hinstelle. Sieht es so aus. Und so der Winkel nach oben. Das sieht so harmlos aus. Ich habe den Herzschlag im Hinterkopf am Pochern. Hier gibt es Erfrischung am Wegesrand. Schaut euch dieses Panorama da hinten an. Wird man nachher wahrscheinlich noch besser sehen, aber da ich gerade Luft holen muss, zeige ich das doch gerne. Und dies hier war der Weg gerade hoch. Oder ist immer noch. Ups, oh, bloß nicht nach links neigen. Ja, geht's direkt wieder runter. Und ab da vorne fangen die Ketten an. Dort der Sonnenaufgang. Versucht das mal zu zoomen. Dieses Rot, man erkennt es auf der Kamera nicht so gut, ist ein Traum. Das ist so wunderschön, wenn man in diese Richtung jetzt geht, mit der aufgehenden Sonne. Ein Traumbild. Ja, hier war jetzt gerade so ein Stück.
Da habe ich das erste Mal so kurzes Brennen im Oberschenkel gehabt. Und selbst darüber freue ich mich. Also, ja, Adrenalin ist schon was Feines. Glückshormone, wie auch immer. Die Sonne ist überm Berg. Und ich bald auch. Jetzt hat es mich da gerade fast lang runtergeschmissen, weil ich mit der Schuhspitze hängen geblieben bin. Echt ein Schreck. So schön karg hier und da vorne schon Wasser zu sehen wieder. Hier links neben mir auch zu hören. Was ich merkwürdig finde, dass wenn man hier jemanden was fragt, man spricht automatisch Englisch. Obwohl hier jede Menge Deutschsprachige auch unterwegs sind. Oh, klasse, oder? Hier hat man mal so einen schönen Überblick. Hätte man ja fast Badesachen mitnehmen können. Spaß beiseite. Weiter hoch. Zu der Seite kommt auch noch mal Wasser. In diesem Felsenweg, das ist immer so besonders schön, finde ich. Und dort oben hat jemand gezeltet. Schon mal hier auf mehr oder weniger halber Strecke. Nachvollziehbar, dass man hier mal bleiben möchte. Hier steht so eine Hütte. Ich denke mal, dass das eine Schutzhütte sein soll. Hier steht es auch nochmal, Emergency Shelter, also Schutzhütte im Grunde. Und finde ich gut. Mit Ofen drinne. Gucken, kann man da mal so reinschauen. Nee, da muss man hier tatsächlich diesen Kasten öffnen anscheinend. Das will ich natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Da steht ein Holzofen drinne und zwei Pritschen, also so Holzpritschen. Schön. Und weiter Richtung Sonnenaufgang. Dadurch, dass die Sonne so blendet, sehe ich jetzt bald überhaupt nicht mehr, wo ich hier lang laufe. Fluch und Segen zugleich. Ja, hier war gerade mal wieder so ein Pfeil und der zeigte genau Richtung Sonne. Also laufe ich doch einfach mal Richtung Sonne. Ah, nicht ganz, ich muss ein Stück darüber, da ist eine Brücke. Ah, so, Sonne kurz hinterm Hügel, Augen wieder auf, dann sieht man auch was. Das ist so ein schönes Tal hier. Aber wo die Sonne gerade so blendete, konnte ich das gar nicht richtig sehen. Herrlich. Solche Ecken mag ich ja nicht, wenn man hier so an der Kante vorbei muss. Das ist nicht tief, das ist auch ziemlich breit alles hier, aber ich mag es irgendwie nicht. Alleine der Gedanke, hinter der Ecke ist dieser Abgrund, wo man rum muss, ja, fühle ich mich mehr als unwohl. Aber man muss da auch irgendwie gegen anarbeiten, sonst wird es ja nicht besser. Und wenn nicht, warte ich, bis jemand von hinten kommt und mich an die Hand nimmt. Wird auch kein Problem sein. Eine richtige Treppe. Entschuldigt, wenn ich so schnell schwenke. Weil es ist ja doch nicht alles hier so eben, wie das vielleicht jetzt gerade wirkt. Es hat alles einen starken Linksdrall. Aber ich bin ganz froh darüber, dass hier rechts und links Ketten sind. Ich halte mich natürlich mehr rechts als links. Und bin echt dankbar darüber, dass hier solche Absperrungen sind, solche Gitter. Das vermittelt doch Sicherheit. So, hier stand ein Schild 350 Meter. Das heißt, ich bin schon mal nah dran. Scheitern ist jetzt eigentlich schon unmöglich. Was ich ja mal sagen muss, mir kommen hier nur allein wandernde Frauen entgegen. Ich wandere doch auch allein. Da kann doch irgendwas nicht passen. Diese letzten 350 Meter haben es ganz schön in sich. Aber nach jeder Ecke wird es schöner. Und dort geht's weiter. Sind schon 7 Leute zu sehen, aber noch keine Busladung.
Das ist schon mal vom Vorteil. Ich bin jetzt hier. So, ungefähr 1 Meter. Ich strecke mal den Arm von dieser Kante weg. Und mir rennt die Pumpe. Uah, schnell zurück ein Stück. Lecko mio. Ist das schön. Ich filme hier gerade schon mal ein Stück, weil ich es auch so wunderschön finde. Ja, das sind diese Stellen, die ich hasse. Man muss jetzt hier so rum. Ich muss mal die Kamera wegpacken und mich festhalten. So, diese 2, 3 engen ersten Passagen sind vorbei. Aber, ich sag mal, der Weg ist hier ungefähr 5-6 Meter breit. Vielleicht 10 zwischendurch. Und ich bin so 2 bis 3 Meter hier vom Rand weg. Ja, 2,5 Meter. Irre. Echt irre. Ich gucke auch gerade nicht zur Kamera, sondern wo ich hingehe. Weil hier stolpern will kein Mensch. Hier ist auch nichts gesichert. Echt Wahnsinn. Ja, hier ist jetzt so 1,20 Meter breiter Weg. Und das ist die Kante. Aber ich bin nicht so schissig, wie ich dachte. Oh, hier kann man sich anlehnen. Und da ist diese Trollzunge, wo alle von sprechen. Irre. Ich lasse mal die Kamera kurz laufen. Und gehe mal so weit, wie ich kann, hier rein. Oh, 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 oh. Wow. Ich kann kaum hingucken. Hier ist auch so ein leichtes Gefälle nach rechts. Oder aber auch mal hier oben sind noch ein paar, die oben sitzen und frühstücken. Auch super schön. Aber ansonsten genau die richtige Zeit, um hier hinzukommen. Also, ich habe da jetzt mehr oder weniger vorne gesessen und mal eben 2, 3 Bilder von so einem Mädel machen lassen. Aber wohl fühle ich mich da nicht. Hab da nicht so den Mut wie die dort gerade im Bild. Aber der Gesamteindruck hier ist echt Wahnsinn. Ich habe jetzt gut 1,5 Stunden hochgebraucht. Das ist es definitiv wert. Wow, Wahnsinn. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es sind nur 11 Grad laut dieser Wetter-App. Und ich renne hier in T-Shirt und kurzer Hose rum und habe Hitze. Mag ein bisschen Angst sein oder Respekt vor dem, wie es hier runtergeht. Aber der Weg hier hoch kann ich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich gut machbar. Wo ich Glück habe, ist natürlich mit dem Wetter jetzt hier. Und man sollte früh sein. Also ich war jetzt eine halbe Stunde, 40, 45 Minuten hier oben und es ist schon deutlich voller geworden. Also spätestens 6 Uhr, 6.30 Uhr fast hier oben sein. Seitdem ich an dieser Kante vorbei bin, fühle ich mich wieder deutlich wohler. Da bin ich von 10 Meter außer Atem, aber eher wegen der inneren Unruhe als wegen der Anstrengung. Und jetzt werde ich beim Runtergehen die ganze Zeit diese herrliche Aussicht genießen.
muss ja zugeben, wenn man hier in solchen Bereichen unterwegs ist, bräuchte man doch bessere Kameraausrüstung, um so schöne Detailaufnahmen hier von den Bergen zu machen. Das funktioniert leider mit der Kamera hier nicht ganz so gut und auch von der Belichtung sieht das auf dem Bildschirm alles andere als gut aus. Ich hoffe mal, dass die Bilder was geworden sind. Immer noch niemand unterwegs, außer die zwei da vorne, die vor mir da oben losgegangen sind. Ich gehe mal eben hier vorne hin. Nochmal das Panorama genießen, das man hier so über die ganzen Berge hat. Da auf der Seite erkennt man gar nicht richtig, da ist noch ein Riesensee. Was vielleicht anzumerken ist, dass es nicht ganz unwichtig ist, sich zu merken, an welchem Punkt man gestartet ist. Weil es gibt ja mehrere Aufstiegsmöglichkeiten. Ich habe gerade auch an so einem Schild gestanden und musste echt überlegen, wie das jetzt hieß, wo ich losgegangen bin. Also da sollte man sich das Ganze vorher doch merken. Kam gerade ein junges Pärchen hoch. Hier unterhielten sie schon auf Deutsch. Habe ich auch mit Moin gegrüßt, so wie ich das am liebsten mache. Und sie sagten, warum bist du nicht noch oben geblieben? Irgendwie eine Stunde da rumsitzen oder so. Weil ich halt diese Massen auch beim Runtergehen nicht haben möchte. Und da sieht man es, das meine ich. Da kommt jetzt so busseweise im Grunde gleich die Leute. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. So ist jetzt doch deutlich besser. Wie gesagt, man muss ja nicht morgen schon durch Menschenmassen laufen. Hier waren jetzt gerade auch wieder welche, die unbedingt Fotos da machen wollten und haben dann im Grunde den Weg blockiert und das interessiert dann auch keinen, ob man daher möchte oder nicht. Man wartet natürlich, man ist freundlich, aber es nervt mich schon. Bin auch nur ein Kerl. Kennt ihr dieses Gefühl, in dem Moment, wo der Fuß wegknickt, dass direkt so ein Ziehen und stechender Schmerz entsteht und man den Fuß eigentlich gar nicht mehr aufsetzen möchte? So weit war ich gerade. Ja, nicht so doll. Ich kann jetzt wieder auftreten, aber sticht ganz schön. Ja, nachher mal ein bisschen kühlen und eine gute Creme drauf schmieren. Jetzt geht es erstmal weiter runter. Und ich glaube, hier erkennt man auch ganz gut, was ich heute Morgen meinte, dass man im Dunkeln hier definitiv gute Beleuchtung braucht, um auf diesem Weg nicht irgendwie sich die Haxen zu brechen. Manche von diesen Familienwandergruppen, die sind brummelig. Die haben nicht mal mehr ein Lächeln im Gesicht und das bei dieser Gegend. Kaum nachvollziehbar. Weil ein Lächeln geht doch hier immer. Denke ich. Jetzt bei Tageslicht hat man da unten auch mal einen Blick auf dieses Hiker-Café, Store and More und diesen ganzen Touristenkomplex, nenne ich es mal. Wenn man sich überlegt, so ein Stellplatz da hinten, 25 Euro, das sind 50 Mark und das ist nur ein Tagesstellplatz, unglaublich. Aber die Leute sind alle bereit, es zu zahlen. Ja, ich habe mich jetzt mal kurz links gehalten, um dann auch unten zu diesem Hikers Café und was da so ist, einmal hinzugehen. So, unten angekommen bei Store and More, Gear and Wear, Hikers Café und was ihr sonst noch so seht. Hier kann man auch noch Kanu, Kajak, Fahrräder leihen, also alles Mögliche. Und die typischen Andenken mitnehmen. Echt alles, was der Touri braucht. Jetzt muss ich ungefähr einen Kilometer Straße noch gehen, um zum Fahrrad wieder zurückzukommen. Nicht so toll, aber was macht man nicht alles? Aus Neugier. Ich wollte halt unbedingt wissen, was da unten noch so ist. Und im Nachhinein
Nachhinein hätte ich mich nur geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja, was soll ich sagen? Da vorne liegt mein Fahrrad an dem Schildchen. Vom Weg her würde ich sagen, als Einstieg zu dem Wanderweg ist dieser hier deutlich schöner als der unten von diesem Großraum-Touristenparkplatz. Wenn nochmal, dann bevorzugt dieser Weg, weil der andere teilweise komplett ausgekoffert und geschottert ist, der letzte Kilometer, und das muss man ja nicht haben. Wie man vielleicht ganz gut erkennen kann, es ist immer noch sehr feucht und daher habe ich jetzt für die Fahrt ins Tal, da habe ich ja gestern fast 60 Sachen drauf gehabt, auch meine dünne Daunenjacke wieder angezogen und werde verständlicherweise, denke ich mal, dabei nicht filmen. Ich erzähle aber gleich unten dann am Platz noch mal was. Ich kann es dann ja doch nicht ganz lassen. Es ist herrlich. Aber jetzt brauche ich beide Hände, weil es wird echt schneller. So, jetzt bin ich wieder hier unten angekommen. Erstmal alles so grob aufgehangen, weggestellt. Schuhe und Socken aus. Und den Kocher an. Um mir dann Kaffee zu gönnen. Dort. Das ist jetzt das Erste, wo ich richtig Lust zu habe. Ja. Das Wasser ist auch gerade so weit. Also klein Moment bitte. So, nach dem Schluck Kaffee kann ich weiterreden. Also, ich war jetzt insgesamt gute 4 Stunden unterwegs. 4:14 oder was stand auf der Uhr. Das, obwohl ich da oben fast 1 Stunde gesessen habe. Also hoch braucht man, wenn man nicht schnell ist, aber wenn man zügiger geht, so wie ich das immer mache, 1,5 Stunden. Runter war jetzt ein bisschen weiter durch diesen Weg zu dieser Hikers Café und so. Und dann auch die Straße wieder hoch habe ich 1,75 Stunden ungefähr gebraucht. Das heißt, letztendlich kommt man also mit 3 Stunden hin und zurück als Wanderweg gut hin und kann sich dann 1 Stunde oben aufhalten. Man kann natürlich wesentlich länger oben bleiben, aber ich habe ja vorhin schon erklärt, dass ich es nicht mag, wenn man runtergeht und überall warten muss und 1000 Leute und alle am Telefonieren. Finde ich immer recht nervig. Und das wurde am Ende auch wirklich viel, dass man stehen bleiben musste und warten musste. Deswegen war das schon die richtige Entscheidung, so früh da hochzugehen. Und ich habe jetzt noch ordentlich was vom Tag. Ich gönne mir jetzt einen Kaffee, mache mir noch ein Brot mit dem Schokoaufstrich und dann geht's los zur nächsten Runde. Wohin, bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Ich würde sagen, soweit, so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Euer Markus heute immer noch aus dem herrlichen Norwegen.